Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video soll es mal um eine richtig gute Aktion gehen, die Rockstar Games am Dienstag in GTA Online gestartet hat. Und zwar habt ihr die Chance, durch diese Aktion insgesamt 1,3 Millionen GTA-Dollar kostenlos in GTA Online zu bekommen. Natürlich gibt es hier auch ein paar kleine Bedingungen, die ihr erfüllen müsst, aber diese sind wirklich super easy und das Ganze hat auch jetzt nicht mit irgendeiner Newsletter-Scheiße zu tun, so wie es noch beim letzten Mal der Fall war. Aber ich würde mal sagen, wir beginnen jetzt erst einmal mit dem Newswire-Post von Rockstar Games zu dieser Aktion, den ich euch jetzt erst einmal an dieser Stelle hier einblenden werde und vorlesen werde. Das südliche San Andreas belohnt den unternehmerischen Geist seiner Einwohner. Ganz gleich, ob ihr gerade am Flughafen von Los Santos aus dem Flieger gestiegen oder ein langjähriger VIP seid, jeder, der sich in dieser Woche in GTA Online einloggt, qualifiziert sich für eine vom Staat ausgeschüttete Belohnung in Höhe von 250.000 GTA-Dollar. Damit eure Geschäfte wie geschmiert laufen, schiebt er euch bis zum 14. Mai zusätzlich 150.000 GTA-Dollar für jeden aufeinanderfolgenden Tag der Woche zu, an dem ihr euch in GTA Online einloggt. Alle Belohnungen werden zwischen dem 15. und dem 21. Mai auf euer Konto bei der Maze Bank überwiesen. Und das bedeutet, wenn ihr euch einmal in GTA Online in dieser Woche einloggt, dass ihr dann dafür 250.000 GTA-Dollar bekommt. Und zusätzlich bekommt ihr weitere 150.000 GTA-Dollar für jeden weiteren Tag, den ihr euch in dieser Woche in GTA Online einloggt. Diese Aktion geht auf jeden Fall noch bis einschließlich nächste Woche Montag bis hin zum 14. Mai 2018. Und wenn ihr euch seit Dienstag wirklich jeden Tag in GTA Online eingeloggt habt und das Ganze dann auch noch bis Montag so durchzieht, dann bekommt ihr am Ende insgesamt 1,3 Millionen GTA-Dollar dafür. Solltet ihr euch aber jetzt nicht an jedem Tag der Woche in GTA Online einloggen oder eingeloggt haben, dann könnt ihr euch jetzt an dieser Stelle ja mal selber ausrechnen, wie viel Geld ihr dann genau bekommt. Auf jeden Fall beginnen die Auszahlungen dann bereits nächste Woche Dienstag am 15. Mai 2018 und allerspätestens am 21. Mai 2018 werden dann alle Spieler ihr Geld erhalten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diese Aktion von Rockstar Games hier echt super finde, da ich nie Nein sage zu kostenlosem Geld in GTA Online und außerdem finde ich es auch geil, dass wir kaum etwas machen müssen, um eben das Geld zu erhalten und deshalb werde ich mich auf jeden Fall an jedem Tag in dieser Woche wenigstens einmal kurz in GTA Online einloggen, damit ich auch wirklich den vollen Geldbetrag am Ende von Rockstar Games bekommen werde. So, das war's jetzt nun aber auch schon mit diesem kurzen Video hier, denn ich wollte euch nur mal eben schnell über diese Aktion hier informieren und das habe ich ja jetzt nun getan. Nutzt diese Aktion auf jeden Fall so richtig aus und dann wünsche ich euch jetzt noch einen hammergeilen Tag und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Like da und wenn du gerade hier neu auf meinem Kanal sein solltest, dann kannst du mich jetzt auch gerne kostenlos abonnieren und nicht zu vergessen die Glocke zu aktivieren und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.